Ja, dann wollen wir das doch mal. Okay, das tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere. Artyomitsch, wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Metro, um ihre Aufführungen zu sehen. Boah, ey, wenn irgendwann mal eines Tages so die Welt untergeht, ne? Das, boah. Stell dir mal vor, dann hast du nur noch ein Leben in der U-Bahn mit künstlichem Licht, ne? Und alles. Das ist richtig heftig. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen. Du siehst... Euch aus. Aber Sie verstehen, danke. Du... Also, ja, da hab ich dann, hab ich die alte voll geknallt. Entschuldigung, das ist... Irgendwas auf Russisch? Ja, einfach mal dem Fall folgen, ne? Also... Für einer. Hier irgendwelche Händler oder so, ich bräuchte, ja, oder? Nee. Alles auf Russisch. Mahlzeit. Okay. Alles Gute. Munition. Sekundär. Handgranate. Handgranate. Und der Gegner nicht. Sie werden deine Feinde bestimmt zum Schwitzen bringen. Was? Du gibst schon auf? Scheiße. Wir könnten immer noch Stalker werden, anstatt nur helfen. Diese Patronen sind gut, auch wenn sie handgemacht sind. Die Tricke gehen also auf mich. Kein Kratzer und kein Rost. Trifft garantiert. Ja, für die Schrot, für den Revolver vielleicht noch ein paar. Ja, es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Absolut nichts. Ah. Also die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. War das so, zack, zack, zack. So. Diese Messer sind das Beste, wenn du dich um Wächter kümmern willst. Alles voll. Gut, ja, danke. Komm wieder, wenn du etwas brauchst. Ah, wir haben hier Waffenauswahl. Sehr schön. Anpassen. Schauen wir doch mal. Nee, ganz ehrlich. Ah, die können wir auch anpassen. Verringert die Streuung der Schüsse und verwandelt das die Duple von der Nahkampfwaffe in eine echte Jagdwaffe für mittlere Entfernungen. Eigentlich ganz geil. Was haben wir hier? Verschiedene Kolben. Dieser Federkolben ist von Schmitz Waffenhexern gebaut. Kompensiert den Rückstoß effektiv und erhöht die Genauigkeit der Waffe. Okay. Also, hört sich nicht schlecht an, ne? Ja gut, da haben wir alles. Können wir die eintauschen?
Alter. Wenn du das hier kaufst, brauchst du nie wieder Banditen zu fürchten. Was ich an der Aschusliebe ist, dass sie in eine lange Schrotflinte umgebaut werden kann. Na dann, fröhliche Selbstverteidigung. Ja, danke, ich habe ja alles eigentlich so gesehen, ne? Eigentlich habe ich... verstehen die denn dann? Ach, für das Theater wahrscheinlich, ne? Kommen wir hier hin? Nein. Kommen wir hier durch? Auch nicht. Hä? Nun, Artyom, ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Du kannst überall trinken. Das hier ist Theater. Gehst du, was? Der geht einfach durch mich durch. Was? Okay. Also du kannst die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Maestro. Nee. Aber die Story weiter habe ich keine Lust zu. Garderobe, Garderobe. Will mich verarschen? Der ist doch gerade hier lang gegangen, oder nicht? The fuck? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Bitte was, Alter? What the fuck, Alter? Würde mich nicht wundern, wenn... Alter, würde mich nicht wundern, wenn YouTube das Video strikt, ey. Alter, was? Ja, die sehen alle... Warte mal. Du hast... Wow. Sehr gut animiert. Bisschen Fanservice, ne? Für die Jungs. Ja. Das ist nicht gut. Alter, was? Ey, Junge, alter Vater, ey. Mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, ha? Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Ja, wir sind ja gekommen. Also, du weißt, wovon du redest. Wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Ey, wie gruselig. Ja, guck mal, der im Hintergrund. Hallo. Hui. Alter, was ist das für ein Spiel? wie geil. Das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Ja, Prost. Ja, dann trinke ich auch mal eben was. Das ist sehr gutes Zeug. Und ich habe aber nur Cola hier. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Haha, witzig. Können wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Er gerade überhaupt eingeschüttet? Wow, also. Ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, der Alte ein da drüben, ey. Eine Ideologie. Junge, Junge, aber Junge. Wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom.
Hau weg den Scheiß! Ja. Ach. Ja, wo war ich? Ah, ja. Meine Fresse, ey. Könnt ihr mal aufhören zu labern, Junge. Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Wollt ihr euch jetzt hier besaufen oder was? Ich will... Nee, keine Leute abknallen, aber... Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Ja, jetzt werden wir abgeholt. Oder ist er wieder? Also, mein Freund, so läuft es ja. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Ich wusste es. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Warum habe ich mir das gedacht? Warum habe ich mir das gedacht, Alter? Alter, der hat uns echt verraten. Willkommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Alter, der hat uns echt verraten. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Ach, keine Ahnung, so eine Schrotkugel in den Kopf ist vielleicht nicht ganz so gesund für ihn. Das heißt, da ist er dann schneller weg vom Fenster, als er gucken kann, ne? Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Artyom, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Welche Befehle? Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Hätten wir den doch mal hängen lassen da, ey. Alter Vater, ey. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl. Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Der Typ, Alter, wo ist die Kippe? Sieh mal, Artyom, du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und du Informationen hast. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden von Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor. Und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wer ihn kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass wir uns... Halt's mal, du dummes Arschloch. Noch so einer. Guten Tag, Genosse General. Genosse Morosov, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller vertraut. Zusammen haben Sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Mann. Ich bin erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Nein, der Typ hat mich hier erschlagen. Kommen wir zur Sache. Dieser telepathische Mut. Zur Sache? Klar. Soll ich dir dein anderes Auge auch noch wegschießen, du dummer Bastard? Wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen. Dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für
Generalsekretär Genosse Moskvin. Korbut. Noch einen. Nein, Alter, nein. Scheiße, Alter, guck dir doch mal das an, was er da im Gesicht hat, ey. Alter, hast du auch noch nicht erlebt, ey. Alter, bist du der russische Hitler oder was, ey? Alter, wo ist dein Scheitel? Spuck's jetzt aus. Sag alles, was du über D6 weißt. Alter. Immer noch nichts. Boah, ich kann da gerade einfach nur drüber lachen. Tut mir leid, ey. Das ist so witzig einfach. Ich weiß eigentlich, es ist nicht, aber der ist ja nur eine Nachbildung, deswegen. Das ist. Das ist witzig. Ah, Scheiße. Ohne Blut gibt es keine Macht. Doch, gibt es. Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und sie. Komm hierher zurück! Gottverdammt! Du bist ein Schwert. In Ordnung. Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spitze. Holen Sie einfach alles aus mir raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Alter, nein! Komm hierher zurück! Ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Da glaubst du selber nicht. Nee, nee. Aber Alter, der sieht einfach aus wie ein russischer Hitler, ey. Das ist unglaublich. Alter. Kommt jetzt. Ah. Das sind die Schwarzen. Die Schwarzen haben die Kinder beschützt? Was hat diese Sequenz uns zu sagen? Einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Was, Venedig? Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Alter Vater, was? Fick dich, Korbut. Fick meinen Vater und Morozov. Und die Revolution und meine eigene Zukunft. Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten. Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Ja, dann lebe einfach. Der hat uns befreit? Das ist der Weg in die Freiheit. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mich in diesen Schächten vor meinem Vater zu verstecken. Okay. Das ist sehr cool. Danke dafür. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Ja gut, wäre auch jetzt irgendwie ein bisschen schlecht gewesen, wenn die Story an der Stelle geendet hätte. Was sind das denn? Giftpilze oder was? Oh, wir werden verstrahlt. Alter. Ey, dieser Typ, ne? Setzen Sie sich, Korbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ah, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst.
Jetzt hat er einen vollen Schnäuzer. Jetzt nicht mehr. Seht ihr das? Warte. Verdammte Flüchtlinge. Die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert. Und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Gerade hatte er den vollen Schnauzer. Da habe ich meine Zweifel. Ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht. Ich? Moskwin. Als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Inakzeptabel. Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Hm, wo geht er hin? Arschloch. Eines Tages. Arschloch. Und ich sieht er uns nicht. Boah, ey. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Linie. Ach ja, nee, immer so auf und ab geht so. Ach ja, hier kriegst du schon einiges mit. Ne? Mal hier, mal da. Ah, guck mal, das ist schon das Ende, ne? Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht.